Hallihallo. Der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum ich die letzten Tage kein Video gemacht habe. War deshalb, weil ich versucht habe, auf Ubuntu 12.04 zu aktualisieren. Ist im Moment in der Release Schedule, kommt erst raus, offiziell am 26. April. Wir haben im Moment zum Zeitpunkt dieses Videos den 2. Februar. Wir sind also hier irgendwo bei der Alpha 2 Version, die ich hier installiert habe. Hier Firefox sieht man schon mal. Hilfe über Firefox ist die Version 10.0. Gut, wie gesagt, wir sind jetzt hier. Stand der Dinge. Sieht jetzt optisch noch so aus wie Ubuntu 11.10. Ist aber normal bei Alpha-Versionen, dass man die optischen Spielereien erst später macht. Wie heißt unsere neue Version Precise Pangolin? Heißt präzises Schuppentier. Jo, hier steht noch Alpha 1. Gut, die Alpha 2 ist jetzt im Moment gerade am Umschlagen. Könnt ihr hier Ubuntu Users Precise unterstrich Pangolin nachlesen. Gut, kann man sich auch dort runterladen bei den entsprechenden Seiten von Ubuntu. Link hänge ich an. Zuerst hatte ich versucht, mal ein Update zu fahren mit Update Manager-D, meine aktuelle Version zu aktualisieren. Das ist schief gegangen, ging gar nichts, habe ich dann neu installiert, habe quasi ein Backup gemacht von meinen eigenen Dateien und habe dann tatsächlich von DVD installiert. Warum nicht von CD? Weil die aktuelle Release nur auf eine DVD passt. Gut, da gab es dann auch die üblichen kleinen Startschwierigkeiten. Funktioniert hat die Version gestartet als Live-CD, Ubuntu testen, also Try Ubuntu und dann von der grafischen Oberfläche aus installiert. Das hat funktioniert. Ich habe mehrere Versuche gebraucht. Uname minus A. Wir sind jetzt mittlerweile beim Kernel 3.2.0.12 gelandet. Generic PAE heißt, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, dass ich hier eine 32-Bit-Version benutze, obwohl ich einen 64-Bit-Prozessor habe. Generic PAE heißt, der kann dann aber trotzdem den hohen Speicher 6 GB, die ich habe, ausnutzen. LSB-Release minus A. So, wir sind hier noch in der Entwicklungsversion von Precise Pangolin. Gut. Solltet ihr das Video also zum späteren Zeitpunkt sehen, wie jetzt hier Anfang Februar, wird sich das alles schon ein bisschen geändert haben. Gut, was wir hier sehen ist, es funktioniert jetzt alles schon ganz prima, auch mein Nvidia-Treiber. Ihr seht 1080p HD, wie alle meine Videos. Auch mein zweiter Monitor funktioniert schon, wo ich Record My Desktop laufen habe. Das ist mir mein erster Monitor, das ist mein zweiter Monitor. Funktioniert prima. Gut, was fällt einem so auf? Insgesamt scheint es etwas schneller zu laufen. Systeminformationen. Ich bin hier unter 12.04 LTS, Langzeitversion. Diese Version gibt es dann wieder mehrere Jahre mit Unterstützung. Wie gesagt, ich habe jetzt ein 32-Bit-System installiert, obwohl ich einen 64-Bit-Prozessor habe. Ich habe hier 6 GB, deshalb diese PAE-Version. Auf einem Intel Core i7 werden im Moment nur 8 der 12 möglichen Threads unterstützt. Das ist aber bei diesen PAE-Versionen anscheinend Standard. Normalerweise habe ich 12 Threads, 6 Prozessoren. Vorgabeanwendung ist hier Rhythmbox mittlerweile. Das war vorher Banshee. Also Rhythmbox kommt. Thunderbird ist geblieben. Firefox ist geblieben. Wie gesagt, da schon Version 10. Gut, was fällt einem sonst noch so auf? Hier persönliche Ordner sieht erstmal ziemlich gleich aus. Aber wenn man hier so rumbrowst, sieht man, dass diese Verzeichnisse so ein bisschen optisch anders aussehen werden. Ist ganz nett gemacht und insgesamt scheint es, wie gesagt, hier schneller zu gehen. Ich arbeite hier auf einer ganz normalen Festplatte. Meine SSD ist zwar auch eingehängt, aber als anderes Laufwerk. Das Betriebssystem selbst ist auf einer ganz normalen Festplatte installiert. Gut, Software Center scheint auch insgesamt schneller zu laufen.
und auch schneller zu installieren. Mir ist aufgefallen, dass dann hier automatisch KDE Live, PDV und Audacity und Record My Desktop hier die Symbole automatisch hier gelandet sind, obwohl ich das nicht explizit gesagt habe, das scheint man geändert zu haben. Auch gibt es dann hier Anwendung installiert. Wie gesagt, das ist alles insgesamt gefühlt schneller, soll wohl so sein. Was haben wir noch? System. Irgendwas hatte ich noch gesehen. Systemeinstellungen. Irgendwas Interessantes hatte ich doch vorhin. Ach so, Benutzeroberfläche. Hier scheint man die Größe der Starter-Symbole hier im Launcher, Unity Launcher, dass man die automatisch hier schon in der Größe verändern kann, ohne dass man jetzt mit Compiz darum experimentieren muss. Compiz war noch nicht so ganz stabil hier oder ist noch nicht ganz stabil hier. Da kam es zu kleinen Fehlermeldungen, die konnte ich aber wegklicken. Bilderordner habe ich im Moment noch keins drin, könnte ich jetzt mit Plus was hinzufügen, bla bla bla. Wie gehabt, aber das passiert jetzt alles hier drin. Hier sehe ich auch die Bildschirmauflösung, die ich im Moment habe. 1920x1280, na gut, das ist jetzt nicht ganz so groß. Farben und Farbverläufe, boink. Und ich habe dann gewünschte Farbverläufe. Den Starter automatisch ausblenden. Linke Seite, obere linke Ecke. Ne? Das ist dann diese Geschichte hier. Bing, Bing, Starter. Ne? Da geht es um diesen Starter, obere linke Ecke. Gucken. Also das hier ist geblieben. Starter. Persönliche Ordner. Flöpp. Gehe ich in die obere linke Ecke, tut sich gar nichts. Gehe ich darüber, tut sich gar nichts. Muss ich mal gucken. Das scheint noch nicht so ganz wirklich zu funktionieren. Doch, da ist er. Ja, oder? Also, wie gesagt, das ist noch so ein bisschen anpassungsbedürftig. Ist ja noch eine frühe Version. Linke Seite. Automatisch ausblenden. Kann ich auch auf ausschalten. Gut, schauen wir mal. Dann gehen wir mal, machen wir mal was groß und dann bleibt er da. Schöne Sache. Das hat man also jetzt schon eingebaut. Brauche ich, wie gesagt, dann nicht irgendwie mit Compiz-Spielereien machen. Das ist doch nett. Wie gesagt, so Kleinigkeiten tun sich da. Kann ich schon ein bisschen was anderes machen. Der Rest ist, glaube ich, ziemlich gleich geblieben. Hier wurden, wie gesagt, meine Nvidia-Treiber direkt erkannt. Fand ich gut. Prima Sache. Ne? Was natürlich immer noch geblieben ist, ist dieses Auskoppeln des Menüs. Ja, dass das immer jetzt da oben ist. Gut. Ist aber nicht ungewöhnlich. Alt-Tab kann ich umschalten. Kein Problem. Was demnächst kommen wird, ist wahrscheinlich ein HUD, ein Head-Up-Display, dass man sich von diesen Menüs ganz trennt und stattdessen so eine Art Suchleiste macht, wo man die Menüs durchsuchen kann. Link hänge ich an. HUD, Head-Up-Display für Ubuntu. Dazu müssen dann einige Anpassungen noch gemacht werden. Gibt's noch nicht allzu viele Programme, die das unterstützen. Schauen wir mal. Gut. Hier können wir wie gehabt umschalten. Groß, klein. Wunderbar. Können dann Dateien suchen. Da sieht man zuletzt verwendet. Record My Desktop habe ich so eine Textdatei. Am häufigsten benutzt. Nvidia X-Server Settings war ich vorhin. Nvidia Treiber wurden wie gesagt direkt gefunden. Aktualisierungsverwaltung, bla bla bla. Das hier ist alles so wie zuvor. Home, Internetanwendungen, am häufigsten benutzt. Grafik, Büro, Multimedia, Bewertungen sind möglich, Bildung, Entwickler, Internet und so weiter. Neue Desktop-Hintergründe gibt es anscheinend noch nicht. Da gibt es immer so einen Wettbewerb und der ist anscheinend noch nicht abgeschlossen. Wie gesagt, deshalb begnügen wir uns im Moment noch mit so einem Standard-Hintergrund, der während der Entwicklungsphase Standard ist und normal ist. Also hier wird sich anscheinend noch so einiges tun, finde ich aber ganz nett. Ja. Rechte Maustaste.
Manches ist dann noch auf Englisch, Unlock vom Launcher anstelle von aus dem Starter entfernen oder wie auch immer. Ne? Hier ist das Laufwerk, meine SSD, die eingehängt ist. Vielleicht tut sich dann mit den Symbolen noch etwas, dass man vielleicht mal ein paar andere Symbole einstellen kann anstelle der Startsymbole. Schauen wir mal. So viel zunächst hier von Precise Pangolin. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.